Boah. Puh, ja, da sind wir auf dem Planeten hier, weil der andere zu geil war. Das letzten Folge. Sind wir einfach mal hier gelandet. Ja, mega einfach. Mega. Also hier vor allem der Hintergrund ist schon. Also diese Felsen, die sehen aus wie. Penisse. Weihnachtsmänner. Was? Was denn? Weihnachtsmänner. Schoko. Oder siehst Alter, du deiner Alter, 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 Alter! Was ist denn hier los? Wie stark sind die? Das sind 4. Alter, 5. Peng, 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 in die Fresse. Alter! Wie wir die genatzt haben. Vielleicht hätte ich mal mein Inventar aussortieren sollen vorher. Ich hab grad irgendwas. Tobi, hilf mir! Ich bin Jungfrau in Not! Tobi! Alter Jesus! Steh auf und wandle! Hm? Alter, ich hab keine Beine. Klötus! Alter. Ey, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das war eigentlich cool, ne? Ich hab eine Waffe gefunden. Irgendwo. Ich hätte mein Inventar aussortieren sollen, hab ich das schon mal erwähnt? Nein, noch nie. Ich überlege, ob wir den Altar vielleicht mitnehmen sollen, der ist irgendwie cool. Jetzt bleib doch mal stehen, jetzt warte doch mal auf mich. Nicht wegrennen, ey. Na, ich sammle doch hier für Greenpeace. Ahnung, Tobi! Es ist ein Teerplanet! Es ist ein Teerplanet! Was? Teer! Oh, komm her, es ist Teer! Oh, wo bist du? Hier, drüben! Oh. Komm mal rum. Boah, so viel Glück auf einmal, was ist denn hier los? Was ist denn? Ich kann das gar nicht fassen. Ist es eigentlich zu spät, wenn man jetzt frohes Neues wünscht? Ich glaube, das war ah ja, falsch. Ne? Frohes Neues. Ja. Komm, ich hab da ein gutes Jahr, Freunde. Ja. Gut gerutscht, schön. Was machst du da? Ich versuche eine Fackel anzubringen, weil hier so viel Wasser war und dass ich irgendwie den Hohlraum. Parkinson oder was? Parkinson. Das ist so ein alter Fahrschullehrerspruch. Ja, oh Gott. Ich habe so einen ähnlichen mal gebracht, aber nur mit Fußball. Fußball? Ein Fußballspieler tatsächlich. Wieso? Was war da beim Fußballspiel? Ja, war. Da gibt es Fußballspieler, der heißt Son. Also, ne? Son. Mhm. Einfach so, die Japaner ist das. Hab ich halt auch mal gesagt, Parkinson. Parkinson. Gut, der ist natürlich viel besser. Nee, überhaupt nicht. Also da, leck mich am Arsch, geh weg, hau ab, verschwinde. Nein, ist alles fürs Team. Wo sind die Zeiten, dass wir noch gemeinsam gesammelt haben? Mit Freude und Spaß. Ist voll Wettbewerb, aber gut. Wer am meisten hat, gewinnt. Irgendwas. Ja? Was eigentlich scheißegal ist und keiner haben will. Alter, wir haben einen Teerplaneten gefunden. Mega. Ich hoffe, es ist ein Maxi-Teerplanet, kein Militärplanet. Was? Darf ich mich bitte erschießen? Ah, schön. Mach's auch so, dass ich nicht viel Dreck mache. Achso. Versprochen. Also machst du kein Cobain-Muster an der Wand? Was? Was denn? Was? Wieso? War das zu früh? Zu früh? Nee, passt schon. Wann war das eigentlich? Mit Kurt Cobain, keine Ahnung. Ja. Wieso weißt du das gar nicht? Wieso weißt du das nicht? Wieso weißt du das nicht? Ja, weil ich dachte, ich frag dich mal. Ich dachte, ich teste dein Wissen. Ich hab kein Wissen, ich bin Roboter. Achso. Ja, du hast doch eine ganze fette Datenbank im Kopf. Was ist denn hier los? Komm mal runter, das war der Ausverkauf. Du willst ja nur Geld sammeln. Ich geh weg. Viel Spaß. Ich habe nämlich gesehen, da war eine fette Höhle. Hier links. Ach ja? Ja. Ah, da kommt das wieder. Halt dir die Lampe. Oh. Das ist total ineffizient, Alter. Ich geh jetzt hier unten lang. Diese ätzende. Stichwort ungespielt. Dieser ätzende Toaster. Was? Also nicht Stichwort ungespielt und Mediakraft. Deine Meinung. Boah, jetzt, das ist jetzt aber. Oh, also das ist ja jetzt. Das ist jetzt nicht schön, schön, dass das Thema sich langsam in diese Richtung bewegt hat. Bin Günther ja auch, Alter. Ja, aber echt. Was sagen Sie dazu? Was war das denn gerade? Ja, der macht doch irgendwas. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Doch, hier Günther ja auch Experte, oder nicht?
Hast du noch eigentlich... Nee, schon gut. Hm? Was denn? Nee, ich hab gedacht, ich habe keine Bandagen mehr, aber passt schon. Ich hab noch. Ich hab dir doch, ich hab dir doch sagenhafte 5 gegeben, die bestimmt mein Leben lang halten. Ja. Jedenfalls. Oh geil, was ist das denn hier für ein Pöterich? Also ich glaube, hier in Level 1 sind nicht so mega viele Dinger, ne? Also nicht so mega viele Rohstoffe in so einem Level 1 Planeten. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ist das schon nicht schlecht? Nee. Ist okay, geht. Läuft. Muss man da... Was mich an diesem Ungespiel-Thema am meisten stört tatsächlich? Was denn? Dass sofort, nachdem es losging, ne, mit Freiheit, Hashtag Freiheit und so weiter, sofort musste jeder Beppo, wirklich jeder Beppo, irgendein scheiß Video dazu machen. Naja, das stimmt. Weil es gerade irgendwie Trend ist und weil das ja gesucht wird und dann, da ging es dann nicht darum, irgendwie der Sache dienlich zu sein, sondern geht es nur wieder darum, irgendeinen Hype abzugreifen, irgendeinen Trend abzugreifen und dann ganz dringend wieder mit irgendwelchen ganz komischen Meinungen auch, so ganz abstruse teilweise und teilweise auch so völlig meinungslos auch. Also das war, das fand ich furchtbar. Das fand ich mit am schlimmsten daran. Ist aber halt leider echt immer so, ne? Ja, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Leute eine Meinung haben, ne? Weiß Gott nicht. Aber das ist ja auch gut. Ja, aber dass man da sofort unbedingt ein Meinungsvideo auf jedem Channel und 30 Millionen Stück dazu und im Grunde genommen wird 10.000 Mal das Gleiche gesagt. Ja, ja. Aber habt ihr einen Hashtag Freiheit mit reingebracht, damit man schön Views kassiert? Genau. Muss. So wie es ja auch viele Medien gerne gemacht haben. Mhm. Schnell mal aufgegriffen, das Thema. Ja, sehr viele sogar. Also, dass da sogar die Bild drüber berichtet, war echt krass. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, so war ich Erik Lange heiße. Naja. Nee, aber ist echt krass, was das für ein Medienecho halt einfach gab, so. Das war aber auch, man muss sagen, es ist natürlich eine Riesensache. Es ist auch ein Riesenschritt, die Channel zu kündigen. Klar, verstehe ich absolut. Ich bin auch absolut auf seiner Seite, muss ich zugeben. Aber ich finde vieles, das aus dem Ruder gelaufen. Kann er natürlich überhaupt nichts für. Gar nichts. Hat er sich auch gegen ausgesprochen. Aber es wurde da halt so ein Hype drum generiert. Und weißt du, was ich befürchte? Mhm. Dass so ein Hype leider der Sache auch wiederum gar nicht dienlich ist, sondern vielleicht eher das Gegenteil bewirkt, indem das dann so ein kleines Strohfeuer ist, was dann sofort wieder veräppt, wie man ja schon merkt. Und wo dann immer gesagt, ein Aufschrei geht durch YouTube und das wird YouTube verändern und auch Medienvertreter teilweise, die gesagt haben, ja, das wird die Zukunft der Online-Plattform für immer verändern. Und ich glaube im Grunde genommen, dadurch, dass es so mega aufgebauscht wurde, ist es einfach nur ein Buschbrand gewesen und hat das ganze Pulver schon direkt verschossen. Ja, ich glaube, der Sache an sich wird das sowieso nichts ändern. Also, ich denke, es wird weiter Netzwerke geben, die ihre YouTuber quasi ja, ausbeuten, wenn du so willst. Na klar. Weil eben Dinge versprechen, die nie passieren werden. Ja, wie Markus Hündgen, der Initiator vom Webvideopreis, so passend sagt in einem Interview, die Netzwerke sind ja nicht per se böse. Die sind ja nicht wirklich böse, die sind einfach nur Unternehmen, die sind Konzerne. Und Konzerne arbeiten auf Gewinnmaximierung. Das heißt, die werden entgegen dem arbeiten, was der Zuschauer eigentlich will. Grundsätzlich. Ja, ist klar. Ironischerweise. Normal. Ironischerweise, weil die versuchen halt auf die dicken Werbeverträge zu kommen und versuchen natürlich irgendwas mit in Richtung YouTube-Stars und sowas zu machen, um was möglichst auszuschlachten. Aber naja, ich glaube, das wird sowieso... Ich glaube, YouTube wird sich aufspalten. Es wird sich wahrscheinlich in zwei Lager spalten. Einerseits... in Leute, die versuchen, Fernsehen vehement auf YouTube aufzudrücken, statt zu sagen, ich finde das eh so widersinnig, zu sagen, YouTube wird das Fernsehen ablösen. Und was versteht die Medien? Ja, im Grunde genommen On Demand stimmt natürlich schon, aber was versuchen die dann? Die versuchen nicht irgendwie, dass YouTube das Fernsehen ablöst, sondern die versuchen einfach die Fernsehformate dann auf YouTube draufzudrücken, damit man sich die gleiche Scheiße irgendwann nur online angucken kann. Also, wie doof. Entschuldigung. Ah, nee, das ist doch so. Entschuldigung. Weil also der YouTube-Fernseher-Ablösen glaube ich auch sowieso nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich muss zugeben, bei mir hat zumindest nicht YouTube, aber bei mir hat On Demand das Fernsehen schon komplett abgelöst inzwischen. Also, ich gucke. Ja, das stimmt. Maxdome halt und sowas, ne? Ja, also bei mir, ich mache größtenteils Instant Video, heißt jetzt Instant Video. Hier Amazon.
Ach, ah ja, Amazon. Hm. Genau, Amazönchen, weil da bin ich eh Prime-Kunde sowieso und da habe ich das einmal mitgenommen und ohne Aufpreis kann ich halt die ganzen Filme gucken oder mieten oder was auch immer. Deswegen hat sich bei mir angeboten. Vorher war ich Maxdome. Ja, ich bin mittlerweile Netflix, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe, bin ich auch, habe mir über Fire TV lustigerweise, habe ich mir beides geholt. Da habe ich jetzt Prime laufen, sozusagen, also so sowieso, weil Fire ist ja von Amazon und ich habe mir quasi Netflix-App dafür runtergeladen. Das ist sehr cool. Ja, da habe ich. Und also Netflix, muss ich sagen, ist cool. Jetzt sind die einzigsten, die Family Guy einfach so anbieten, das Fire. Ja, das stimmt. Da habe ich auch ewig lang gesuchtet schon. Seitdem ich das benutze, bin ich die ganze Zeit am Staffelsuchten. Ich habe auch von Bundys habe ich auch zig Staffeln wieder geguckt. Irgendwie bin ich jetzt bei Staffel 12 gerade. Unglaublich. Mega. Ja, ich feiere On Demand halt so, weil ich immer gucken kann, wann ich will. Und das Gleiche betrifft auch YouTube natürlich. Was ich glaube tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass YouTube versuchen wird, auch On Demand Videos anzubieten in Deutschland. Es gibt ja jetzt schon mittlerweile so Abonnentenkanäle, also abonnierbare Kanäle, für die man bezahlt. Ich könnte mir vorstellen, dass da mal irgendwann so YouTube TV quasi kommt, wo man auch, ja, wie bei Maxdome oder so, halt dann die YouTuber abrufen kann oder so. Ja, wo ich auch nichts gegen habe, ehrlich gesagt. Also vor allen Dingen, ich finde es bei Twitch zum Beispiel sinnvoll, dass man einfach sagen kann, hier, ich will subscriben und dafür, also da gebe ich dann $5 im Monat oder wie viel auch immer und dafür habe ich dann keine Werbung mehr. Das finde ich halt schon extrem cool, muss ich sagen. Das finde ich eine super Alternative. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich persönlich, ich habe auch schon ein paar Channels subskribiert sozusagen auf Twitch und ich würde es wahrscheinlich bei YouTube genauso machen. Mhm. Und ich mache das halt nicht so nach Werbung gucken, ist mir fast schon egal. Ich würde auch Werbung gucken. Was machst du hier? Ich würde auch Werbung gucken weiterhin, aber mir geht es dann schon eher darum, dass ich die Twitch-Leute unterstützen kann. Was machst du denn hier? Bleib mal stehen. Hast du hier schon wieder so eine scheiß Kettensäge, so eine scheiß Säge machen? Nein, jetzt guck mal her. Nee, ist nicht wahr. Guck mal. Fröhliche Weihnachten. Lass dich umarmen. Kann man hier irgendwie umarmen? Jetzt bleib mal stehen, ich will dich umarmen, du Drecksau. So, hier. Oh Mist, die Tränen rosten. Jetzt wollte ich das gerade schon aktivieren, aber ich muss ja erstmal oben aufs Schiff. Hier, dafür darfst du ja auch weiter nach unten graben, wenn du willst. Oh, das ist aber geil. Ist doch eh scheißegal, wir teilen uns ja eh die Rohstoffe. Das ist aber lieb von ihnen. Oh, was sehe ich denn da unten? Ich war eben sogar schon auf Lava-Niveau, ja genau. Aber pass auf, ne? Hier ist Sand auf Lava-Niveau. Ich will Bau mich ja... Nein. Ist das hier auch Sand noch? Ich sollte... Oh. Ja. Ich, Du lebst aber auch gefährlich. Immer am Limit. Hä? Und hier geht's... Ich weiß nicht, ob ich hier lang will, ehrlich gesagt. Warte mal. Doch, da geht's... Nee, ich lass es. Was macht denn diese Säule? Was macht denn diese Säule hier? Weiß es nicht. Ich glaube, ich habe die gerade ins Inventar geschmuggelt. Naja, ich bin das ja schon gewohnt. Es sei denn, du willst dich durch die Magma graben, aber da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf. Nee, ist auch gerade ein bisschen zu lavalastig hier irgendwie. Ich finde das aber geil, wie die Musik sich plötzlich ausfadet und dann nur noch so dieses Gedröhnen irgendwie. Ja, das ist cool, ja, das stimmt. Sag ich immer, wenn ich auf dem Pott sitze, kommt auch immer so eine dröhnende Musik. Vorher oder hinterher? Dauerhaft. So ein bisschen, ich die Tür schon aufmache. So ein bisschen Fallout-Style. Ja. War never changes. Taking a dump. Taking a dump never changes. Oh, der ist aber ganz schön fett da oben, ne? Ja, ist ja easy. Das ist die Emma, die wohnt hier. Die hat, hat sich für den Winter hier eingegraben. Emma Watson. Ach, hä, du warst hier schon und da sind sau viele so Rohstoffe in der Wand? Warum? Da habe ich deinen Double Jump irgendwo gefunden, dann dachte ich, ich muss schnell zurückrennen. Ach, das ist ja liebevoll. Da sage ich nichts. Oh.
Diese komischen Dinger sind eigentlich lächerlich, ne? Die man da so aufkloppt die ganze Zeit. Ja. Ja, wir waren noch beim Thema Unge in dieser Folge, ne? Oder ja. nicht Unge? Ich find's übrigens lustig, wie die ganzen Medien den Namen Unge aufgreifen. Das finde ich sehr lustig. Ja, wie was meinst du? Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll oder ob das ein Geheimnis. Eigentlich ist es ja gar kein Geheimnis, das ist ja gar nicht der richtige Name. Ich weiß aber nicht, ob ich das. Sein richtiger Name? Nee. Hm? Es ist nicht sein richtiger Name, das wusste ich aber, glaube ich, auch schon, oder? Ja, ist ja eigentlich kein Geheimnis. Nee. Wobei ich da nicht sicher bin. Bei mir hat das Gregor Onk auch nicht so lange gehalten. Was ich heute eigentlich ein bisschen bereue, weil es echt lustig wäre. Du heißt gar nicht Gregor Onk? Ich habe 3 Kristalle gefunden. Ich hab 5. Arsch. Habe ich schon 5. Also ich weiß nicht, von den Rohstoffen her geht eigentlich, ne? Ja, na gut, das geht. Wenn man hier so eine Sandrutsche erwischt, wie hier zum Beispiel. Ja gut, das ist nicht. Mhm. Also manchmal geht's. Hi. Na? Ach, da vorne hast du die gefunden, den Double Jump? Ja, genau, in der Kiste da, ja. Ich möchte fast die Kiste auch mitnehmen, aber du hast ja eh keinen Platz mehr im Inventar, ne? Ich bin Follow-Mato, nee. Ich habe nämlich extra noch vorher alles in den Schiffscomputer reingeschmissen, was ich hatte. Boah, was ist denn hier? Jolt, mein Junge, Jolt, Jolt, echtes Jolt. Das ist ja unfassbar, direkt so schnell ein Double-Jump? Du musst dringend bandagieren. Ja. Und das sage ich dir als Freund. Hä? So. Ich nehme die Kiste mal mit. Hä, wieso habe ich denn jetzt einen Grabstein gefunden? Ah, super, danke dir. Und wieso habe ich jetzt... Mit schmeißen... Hier fliegt irgendeine Kacke runter. Damit meine ich nicht dich. Oh, ist das bei dir gelandet? Ja, ich habe es aber schon aufgesammelt. Finde ich gut. Soll da nichts verloren gehen hier. Wir brauchen das ja noch für, das Kristall und, Kackezimmer. Genau. Und Kristall Holz Kackezimmer. Und was nicht für ein Scheiß alles. Boah, verkehlen. Toll. Hat ja gut geklappt. Oh, Hallo? Oh, Entschuldigung. So, das nehme ich mal mit hier. Also es geht eigentlich von den Rohstoffen her, ne? Wir sollten als nächstes dann unsere Ausrüstung mal aufbessern. Ja, ganz dringend, glaube ich. Also wo wir gerade rumrennen, brauchen wir das eigentlich noch nicht. Naja, gut. Wir sind ja Level 1, aber wir haben ja natürlich 1000 Liter. Weißt du noch, als wir gar nicht wussten, wie das alles geht mit dem... Was kommt denn hier für eine Pisse runter? Als wir noch gar nicht wussten, wie das geht? Das war noch Zeiten, ne? Boah. Wissen wir das jetzt, wie es geht? Nee. Also ich weiß es ja ehrlich gesagt immer noch nicht, weil du das immer gemacht hast, ne? Was denn überhaupt? Ach, mit dem Schiff rumfliegen? Ich meine generell Starbound. Ach so, du meinst generell, ich dachte jetzt aber aufrüsten und so. Ja, aufrüsten weißt du doch, wie es geht. Huch. Nee, gerade nicht mehr. Nee? Also hier mit Rohstoffe und Craften und dem ganzen Scheiß. Nee, ich hab das voll verpeilt mittlerweile. Ich weiß auch nicht mehr, was man da bauen muss alles. Also als nächstes müssen wir dieses UFO-Biegen bauen. Weißt du noch, da wo die Pinguine kommen? Ja, genau, ja. Mhm. Da wo wir uns dann wieder unsere mutige Festung bauen? Ist mutig. Diese scheiß Pinguine, die uns damals das Haus auseinandergenommen haben. Achso, was ist denn deine Meinung zu diesem Hashtag Freiheitgedöns eigentlich? Ich werde das nicht in den Titel schreiben übrigens. Aus Protest. Nee, ich auch nicht. Aus Protest. Ich muss sagen, ich sehe das von beiden Seiten so ein bisschen. Auf der einen Seite sage ich halt, okay. Als allererstes kann man natürlich nie wirklich sagen, ob das stimmt, was da so gegenseitig sich an Vorwürfen in den Kopf geschmissen wird, was nicht. Ne? Was da jetzt wirklich von stimmt. Das weißt du nie. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich sehe es von beiden Seiten. Also wenn das wirklich so alles stimmt, dann ist das schon ziemlich kacke, was die da mit dem guten Simon abgezogen haben. Und auch scheinbar ja mit den anderen. Ja. Ich sehe es aber halt auch von der Seite, dass halt Simon jetzt damit quasi ein komplettes Netzwerk ja
also Leute quasi arbeitslos gemacht hat, wenn du so willst, ne? Ja gut, aber das ist ja nicht, das obliegt ja nicht seiner Verantwortung. Da müsste man zum Beispiel das nicht. Genau, da müsste man eventuell verantwortungsvoller mit seinen Vertragspartnern umgehen. Vielleicht von vornherein schon. Das stimmt. Aber er hat vielleicht auch Leute, sag ich mal, ne, nicht arbeitslos direkt, aber halt schon wirklich ans Existenzminimum gebracht, die im Grunde genommen nichts damit zu tun hatten. Zum Beispiel andere, die da verpartnert waren. Die haben jetzt erstmal kein Netzwerk. Inwiefern? Na gut, die haben jetzt erstmal, wenn du so willst, kein Netzwerk. Ich glaube nicht, dass Mediakraft noch lange durchhält. Kann ich mir nicht vorstellen. Da geht ja keiner mehr hin. Weiß ich nicht. Also die haben ja eh noch, also die haben natürlich viele große Partner verloren, auch vorher schon mit LeFloid und so weiter. Das kennt man ja alles schon. Aber ich glaube nicht, dass es zu spät ist für Mediakraft noch irgendwie auf die Bremse zu treten. Ich weiß halt nicht, wenn man die ganze Zeit wirklich so vehement auf eine Exit-Strategie zusteuern will, dann macht man vielleicht per se etwas falsch, sage ich mal. Es ist natürlich nie zu spät, umzudenken oder umzusteuern und zu sagen, okay, wir reißen uns jetzt mal am Riemen und machen vielleicht mal eine richtige Partnerfirma draus, sage ich mal. Und dann kann man immer noch Exit fahren. Damit wird ja gerechnet, dass die meisten Netzwerke sind ja letzten Endes eine Luftblase. Weil alle YouTube-Channel sind ja nur so und so viele Jahre unter Vertrag. Das heißt, das Netzwerk hat für sich selbst gesehen erstmal gar keinen Wert. Die haben ja nichts. Wenn die Verträge auslaufen, was steht denn da noch hinterm Netzwerk? Die haben ja keine Views mehr, die haben ja gar nichts mehr. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, ein Netzwerk ist per se erstmal eine Luftblase. Das ist erstmal gar nicht da und die müssen davon leben, letzten Endes, wie gut sie ihre Partner behandeln und wie sehr sie ihnen helfen. Und das Problem, was Netzwerke natürlich haben, was ich ja auch absolut verstehe, ist, egal wie sehr sie ihren Partnern helfen, sie sind trotzdem davon abhängig, dass diese für immer bei ihnen bleiben, auch wenn sie ab einer gewissen Größe nicht mehr großartig was machen können. Das ist das Problem, was Netzwerke haben. Deswegen müssen Netzwerke, und ich glaube, deswegen macht das auch Studio 71, müssen Netzwerke ganz massiv eigene Projekte aufbauen, um selber eine eigene Existenzberechtigung zu haben. Oder eine eigene Grundlage oder Sicherheit. Ja, gut, es bringt nichts, aber nur die größten YouTuber, sag ich mal, in sich zu nehmen. Nö, das bringt überhaupt nichts. Bringt einfach nichts. Genau, das bringt gar nichts. Hilfe. Was denn? Ich bin abgestürzt. Oh, hier ist er noch. Hier ist er. Mann. Noch. Der Drecksack. Hier sind ja noch, also hier ist ja noch, also. Oh. Hi. Was machst du denn da? Machst du den Leuchtturm? Nee, auf jeden Fall, Netzwerke sind. Es ist echt schwierig, über Netzwerke zu quatschen. Huch, da ist ja jemand. Ja, das ist nicht ganz so easy, da irgendwie gut zu diskutieren, weil es halt auch viele verschiedene Facetten gibt halt einfach, ne? Richtig, und das Problem ist, dass die Thematik einfach auch sehr, sehr komplex ist und, dass es echt schwierig runterzubrechen ist, weil ein Netzwerk zum Beispiel auch, also bei uns als Let's Player bringt ein Netzwerk, sind wir mal ehrlich, relativ wenig. Ja, früher war das halt so, oder gerade bei kleineren YouTubern ist es halt so, dass es wichtig ist, dass ein Netzwerk zum Beispiel Lizenzen hält. Allerdings ist es bei den meisten Netzwerken so, dass sie sagen, sie halten Lizenzen für die Spiele, aber in Wahrheit, da scheißt der Papst drauf, in Wahrheit kümmert sich da keine Sau drum und man verlässt sich einfach drauf, dass es schon irgendwie geht. Das ist tatsächlich bei den meisten Netzwerken so. So. Ja, vor allem, wer heutzutage alles schon ein YouTube-Netzwerk hat, ne? Also das sind ja wirklich schon teilweise Kanäle mit 300, 400 Abonnenten, die sich dann als YouTube-Netzwerk ausgeben. Ja, oder auch die ganzen russischen Netzwerke zum Beispiel, die teilweise einfach, da hast du ein Formular auf der Webseite und da kannst du dich auch mit 0 Abonnenten, kannst dich einfach verpartnern lassen. Einfach so. Kein Problem. Ja. Ich weiß, früher wurde das bei YouTube was Besonderes, weil du Partner warst. Boah, das war mega. Da warst du noch was wert. Also, ne? Ja, also, ist ja wirklich so. Da hieß es, oh, der ist YouTube-Partner, wow. Ja, der bringt's mal. Jetzt inzwischen ist es so, ach so, ja, wieso bin ich ja noch kein YouTube-Partner? Da bist du was Besonderes, wenn du kein YouTube-Partner bist. Tatsächlich ja, Cold Mirror zum Beispiel, die sich bis heute Cold weigert. Mirror, ja, genau. Die sich bis heute da weigert, den Tanz mitzumachen, was ich auch extrem sympathisch finde. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er das annehmen will oder nicht. Ja. Ich musste mir zum Beispiel auch dieses Jahr, musste ich mir klar werden quasi, das war so mein Jahr, uah, Alter. Ich musste mir dieses Jahr klar werden darüber, was ich von meinem Netzwerk überhaupt erwarte und was ich von meinem Netzwerk überhaupt will.
Da muss man sich selber erstmal bewusst werden, überhaupt, was man will und auch, aber auch, was man nicht will. Dass man auch, da muss man auch Nein sagen können. Ja. Und das fällt, glaube ich, auch viel, gerade vielen YouTubern schwer, da einfach Nein zu sagen, weil da immer auf Goodwill gemacht wird oder vielleicht auch irgendwie das große Ganze oder es wird Wachstum versprochen, pipapo. Aber Wachstum ist nicht immer die Prio Nummer 1. Es kann ja auch passieren, dass man dafür vielleicht mal aus Versehen, sage ich mal, seine Prinzipien verkauft. Ja. Und das ist der größte Wachstum nicht wert. Nee, das kann, vor allem zu schnell nach oben ist auch nicht gut, ganz ehrlich. Ja, und vor allem also zu welchem Preis? Ja, eben. Das wäre so zum Beispiel, wenn wir machen jetzt Let's Plays, ne? Huch, Alter, hier ruckelt's gerade voll, Alter. Ui, was da kommt denn da runter? Krass. Alles meins! Ohnehin meins. Boah, Alter. Oh, die Waldfee, gib mir. fürs Team, alles fürs Team. Oh Gott. Nee, aber was ich sagen wollte, als Let's Player zum Beispiel, ne? Du guckst jetzt als Let's Player, aha, generell bei YouTube-Channeln ist der Wachstum so ein bisschen, außer bei wenigen, eingebrochen. Zumindest wenn man, nee, generell ist der Wachstum etwas eingebrochen. Hm. Und vor allen Dingen ab einer gewissen Größe, sage ich mal, bricht der Wachstum eh ein, weil irgendwo ist auch mal der Zenit erreicht. Ich weiß noch nicht genau wo, aber nach oben hin wird es auf jeden Fall schwieriger. Und dann ist halt die Frage, fängt man an, seine Prinzipien oder sich selbst zu verkaufen oder zu verraten, indem man dann zum Beispiel sagt, aha, hier sowas wie Dagibi wird momentan sehr häufig geklickt, das funktioniert ganz gut, also mache ich jetzt auch mal sowas. Oh! Alter, ich bin gerade 1000 Kilometer nach unten gefallen. Ich hab's gesehen, boah. Ja, es geht sehr tief nach unten, pass bloß auf. Nee, aber weißt du, was ich meine? Dass man so sagt, ja, okay, ja. Ich habe vorher Let's Plays gemacht, jetzt mache ich aber mal, ich weiß nicht, was macht denn Dagibi eigentlich? Ja, also macht der nicht so Beauty-Vlogs oder so? War das nicht das? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das Beauty-Vlogs sind oder einfach irgendwie Sketche? Ich weiß es nicht. Glaub schon, also ich meine, dass das auch so ein Beauty-Channel halt einfach ist. Liebe Dagi, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Aber du Wer guckst, bist du überhaupt? Du guckst meine Sachen ja auch nicht, wir sind quitt. Nee, keine Ahnung, ob das, ich meine, es war Beauty, ja, wie gesagt. Ich kann es echt nicht sagen. Also jedenfalls, ich würde jetzt zum Beispiel nicht anfangen, irgendwie, weil Beauty gerade läuft, würde ich jetzt nicht anfangen zu sagen, okay, ich versuche jetzt noch mehr Views, um auf Teufel komm raus zu kriegen oder noch mehr Zuschauer. Und deswegen muss ich jetzt unbedingt Beauty-Videos machen. Das macht auch keinen Sinn. Nee. Irgendwie so. Und damit verrätst du halt deine Base, sag ich mal. Oder genauso wie diese zwanghafte Professionalisierung überall. Ich verstehe es einfach nicht. Wir müssen professioneller werden. Wir müssen. Huch, Entschuldigung, das war ich, glaube ich. Muss ja, man. Auch, muss man weiß immer, ich nicht. Kamerateam allein schon. So Sachen. Ja. Auf dem YouTube-Channel muss nicht sein. Verstehe ich gar nicht, aber trotzdem haben alle das Gefühl, man muss es so machen, man muss sich immer verbessern, um irgendwie aus der Masse herauszustechen oder in der Konkurrenz bestehen zu können. Ja. Und das verstehe ich dann irgendwie nicht, dass man das Gefühl hat, dass man das muss, dass man diesen Zwang verspürt, des ständig Wachsens. Ja, ich glaube, das ist aber typisch Mensch einfach. Und das, ein weiteres Problem ist halt, dass du... Ich sag mal so, wenn du irgendwie 1000 Abonnenten hast, ne, am Anfang, da freust du dir einen Arsch ab und dann denkst du dir, oh, 1000 Abonnenten, wie viele Menschen, das sind unglaublich. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen wird es ab irgendeiner Größe nur noch eine Statistik. Wenn du da irgendwie... Du kannst eigentlich sagen, so ab 100.000. Ja, genau. Das ist so, da heißt es dann nicht mehr, oh, geil, 100.000, sondern, oh, wann mache ich die 200.000? Ja, zum Beispiel. Bei Social ja, genau. Geguckt, so. Genau, sowas in der Richtung. Und dann gucken, auf Teufel komm raus, wie kann ich das erreichen? Und das weiß ich nicht, ob ich das... Tut mir leid, wenn wir das hier gerade zuquatschen mit so ernsten Themen wieder. Da kann man ja ganz gut machen hier gerade. Finde ich auch. Mal zur Abwechslung, zur Albernheiten sonst. Ja. Tobi, ich habe einen Diamant gefunden. Den hole ich mir. Das dauert nur 10 Jahre, bis ich ihn abgebaut habe. So, jetzt habe ich ihn. So, ja, auf jeden Fall, das ist, Huch! Alter. Box mich hier so eine scheiß Eule weg. Schnauze. Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde, Alter. Das ist fast wie so eine Seuche, die um sich greift, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich, haben damit auch Netzwerke zu tun, dass es irgendwie diese Professionalisierung kam und dieses möglichst alles glossy und authentisch und tralala?
Ja, ich finde, Mediakraft ist da schon ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, die haben irgendwie so ein fettes Bürogebäude in Köln gemietet und hängen da mit ihren Schlips, also jetzt übertrieben gesagt, mit dem Schlips durch die Gegend und Büro und weißt du, so Sachen halt. Was ich ja, ich finde das ja theoretisch ganz cool, aber ich finde, es entwickelt sich einfach irgendwie in eine falsche Richtung und das ist dann auch nicht mehr wirklich YouTube, das ist dann schon so ein bisschen Vertube, weißt du, was ich meine? So ein bisschen... Ja, genau, ja. Es wird halt immer mehr TV-Anstalt, wo wir wieder bei dem Thema sind. Da laufen genau. Auch solche Manager durch die Gegend, haben fettes Bürogebäude und genau. Da wird alles gemanagt und ja, TV-Termine und hier und da. Und da. Viewer-Optimierung und dann Advertising, Optimizing, der ganze... Meetings allein schon. Das Wort Meeting hat in YouTube nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Meeting. Meeting and Greeting, das mag ich. Ja. Aber, ja, das ist geil. Ja, aber sonst weiß ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch weiter anfangen soll. Es gibt so viel. Ich will so viel auf einmal sagen. Auch diese ganzen. Wow. Alter. I think I came. Jedenfalls. Was? Alter. Vorsicht bei der Abfahrt. Nein! Tot. Ich war jetzt ein einziges Mal auch gierig. Du bist tot. Ich war ein einziges Mal auch gierig, wie eine bekloppte Affentante. Bist tot. Ja, und das kommt davon, wenn man zu gierig wird. Das ist eine schöne Parabel zu YouTube. Du kannst ja schon mal vielleicht checken, wie es mit der Rüstung aussieht. Dann machen wir das zum Ende der Folge hier noch. Ich bin schon wieder auf dem Planeten. Ach so. Was denkst du denn? Ich überlege, ob ich jetzt mal ganz woanders runterstiefeln soll oder wollen wir... Wobei, ist auch egal eigentlich. Eigentlich ist es egal. Ist lustiger, glaube ich, wenn man zusammen rumhängt die ganze Zeit. Ah, ich renne die ganze Zeit gegen dieses scheiß Ding hier. Oh. Hm? Nichts. Tobi? Denn? Tobi? Was hast du da gefunden? Nix, ich habe nichts gefunden. Tobi? Lüg mich nicht an! Ich kann das alles auf deinem Channel sehen. Nee, ich hab dich geblockt. Das liegt aber nur an meinen Hater-Kommentaren, die ich immer hinterlasse. Ja. Du bist voll LW geworden. Die sind aber auch nervig. Die sind aber auch nervig. Boah, meine Spitzhacke macht langsam einen Geist, gibt langsam einen Geist auf. Ja, dann bastel dir doch schnell eine Workbench und hau da noch was rein. Ich weiß nicht, ich überlege, ob wir vielleicht da so in die nächste... Also, dass wir die... Nächste Variante von der Spitzhacke, was ist denn das nochmal? Jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt? Ach, Silber. Wir haben ja schon Silber, dann können wir Gold und dann eigentlich Platin, oder? Ich weiß es gar nicht. Platin habe ich letztens für mein neues YouTube-Video bekommen. Ja geil, ja. Doppelgold. Ich frag mich, wann das alles so anfing mit diesen ganzen Song-Parodie und die ganzen Seuchen. War ja, keine Ahnung, ich. Und ich auch eine Kiste gefunden. Du Sau. Und auch diese ganzen, wir kopieren mal alles, was Stefan Raab macht und nennen es Comedy-Format. Gibt's auch ganz vieles. Ganz, ganz vieles. Echt? Da kenne ich mich jetzt nicht so aus mit. Und auf Facebook? Okay. Auf Facebook ist jetzt irgendwie der neueste Shit ist, ja, so neu ist er gar nicht. Ich glaube, das hat Simon Desue als erster gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Simon Desue seine Facebook-Seite selber verwaltet oder ob da auch ein Social-Media-Manager sitzt. Keine Ahnung. Jedenfalls so dieses, markiere jemanden, dem das auch so geht. Ja. Das ist, Alter, das ist so ätzend und das hat für mich auch mit YouTube überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach nur, ach, das ist genau der gleiche Scheiß in Grün halt. Ja, nee, das sind auch so Sachen, das ist... Genau wie diese Ice Bucket Challenge damals, das ist auch so ein Schwachsinn einfach gewesen. Wobei, Ice Bucket Challenge hat ja wenigstens noch einen guten Hintergrund, weißt du, so diesen Charity-Hintergrund. Aber den haben die meisten vergessen. Ja, natürlich. Das Problem. Ja, natürlich. Da ging es ja dann nicht um Ice Bucket Challenge, da ging es ja dann wieder nur um Views. Wobei das trotzdem noch okay war, insofern, als dass ja das Charity-Ding dahinter stand. Das kann man noch gelten lassen. Ja... Ja. Mist, ich hätte auf dem Schiff jetzt meinen Double Jump einbauen können. Ja, das stimmt. Oh, ich bin auch gleich tot, ich habe keine Bandagen mehr. Ich habe noch 30. Ja? Ich versuche mich zu dir vorzuarbeiten. Ein Traum. Das könnte wahrscheinlich dauern. Was ist das denn?
Alter, ich habe eine Kanalisation gefunden. Nein, ich bin so neidisch. Wieso? Ich warte auf dich. Ah, das ist so lieb. Wieso bin ich denn gestorben? Ich verstehe das nicht. Warum bin ich gestorben? Weil du zu gierig warst. Ich wollte ein einziges Mal... Ein einziges Mal gierig sein. Ja, ich war in dieser Staffel noch nicht einmal gierig. Ich habe sogar diese ganzen kleinen Geldkassetten immer stehen gelassen. Was dir zuwider ist, die aufzumachen mit den 3-4 Büchsen, die man da kriegt. Was? Unterstellung. So, ich frage mich... Das gibt's doch nicht, leck mich am Arsch. Schon wieder tot? Ich kündige, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich geh woanders rein. Ich bin, glaube ich... Ich weiß, ob es derselbe Abhang war. Keine Ahnung. Das darf doch nicht wahr sein. Wie peinlich. Nachher sieht das noch jemand auf dem Channel. Wie stehe ich denn da vor meinen Zuschauern? Oder vor deinen? Wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. So. Tech. Bin tot. Wart auf mich. Du kannst ja gar nichts. Ich bin wenigstens noch im Kampf gestorben. So, Login? Wie krieg ich nochmal die Tech hier rein? Tja. Ich weiß auch nicht, wie ich das vorhin gemacht habe. Ich habe einfach wild rumgeklickt, sage ich ganz ehrlich. Muss ich das Ding erstmal aktivieren? Ich muss das, glaube ich, erstmal in die Hand nehmen. Ich nehme es erstmal in die Hand. So, New Tech Available. Jetzt gehe ich auf Tech und da kann ich Pulse Jump ausrüsten. Login. So. Ja. So, wir haben... Ruckelst du bei mir gerade so? Du, ich ruckel immer. Das ist ein Hobby. Achso. Ruckeln ist mein Stil, Alter. Huch. Mein Unterarm kratzt. Hört man das? Das hört man, ja. Das ist mein Unterarm. Ich weiß, das sind Geräusche, die wolltest du schon immer mal hören. Ich bin richtig angetörnt gerade. Geil, warte. Oh. Das ist jetzt mein Oberarm mit Haaren. Ist nicht so geil. Achso, schade. Ich hab gehofft, dass... Da könnte sich jetzt was entwickeln, aber gut. So. Nee, wieso hab ich... Ich hab noch eine zweite Copper-Pickaxe. Ich hab noch eine zweite Pickaxe gefunden. Irgendwo. Und einen Grabstein. Ach, du hast den ganzen Kram hier reingepackt. Ja, ja. Ja, was denn sonst? Geil. So, 300 Irenohre. Daraus mach ich jetzt was Schönes. Hier, ich smelte das mal alles weg. Es wird langsam doch recht kühl hier drin. So, den Teer schmeiße ich mal weg. Dirtblock braucht man ja auch nicht, ne? Nö, nicht zwingend. Ich mache auch Sand mal weg irgendwie, das hat alles... Obwohl, Sand kann man sogar noch brauchen. Für Gläser, ja, das stimmt. Genau. Aber Sandstone-Block kann trotzdem weg. Wobei, ich doch Feinsand bräuchte man da, glaube ich. Ich habe 609 Feinsand. Ich habe irgendwie 1899. Oh. Ja, ja, gut, dann, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Teer brauchen wir nicht, ne? Bone. Und Sandstone-Block brauchen wir auch nicht. Nee, habe ich alles weggekickt. Wir müssen diesmal nicht jeden Scheiß behalten wie letztes Mal. Nee, ich glaube auch nicht. Nur fast jeden Scheiß. Da freue mich schon, wenn wir das nächste Schloss finden. Was? Das weiß nicht mehr, die Schlösser, wo man 1000 Milliarden Sachen einsammeln kann? Ja, doch. Das war schön. Nee. Das war schön. Weißt du was, die Waffen schmeiße ich auch mal weg, die ich nicht brauche. Außer wenn es besondere Waffen sind, aber die anderen Rotzwaffen, die schmeiße ich jetzt mal einfach alle weg. Hast du schon so viele Waffen gefunden, dass du sie wegschmeißen kannst? Ja. Tatsächlich, ja. Ja. Aber naja, die beste davon hat 10 Damage gemacht und du hast ja auch eine 10 Damage, da dachte ich mir, das lohnt sich eh nicht. Hast du schon Eisen rausgenommen? Nee. Na klar, nicht? Doch. Doch hast du, Alter, verwirr mich doch nicht. Ich hab das hier die ganze Zeit nebenbei durchlaufen. Was willst du damit machen? Ich geb dir das, warte. Ja, ich weiß selber noch nicht. Ich dachte, ich guck mal. Vielleicht schon Rüstung oder sowas. Mal gucken, was so geht. Hier. Ach, 72, ja. Dankeschön. Und bitte? Zinsen? Ja? Wo sind die Zinsen? Warte. Jetzt holt er wieder irgendeinen Scheiß raus. Toll. Windolatrinen.
Ach, das sind die, die habe ich eben im Inventar. Na, ist egal, es deckt sich so schön. Erstmal schön einen wegstecken. Ja. Ich hätte auch noch Silber im Angebot. Ich muss mal ganz sowas probieren. Nein. Was denn? Wo sind die Bomben her? Ich weiß es nicht. Ich hatte die bei einfach. Bombenidee, wa? Ja, das ja, ist spitze. Übrigens, Tobi. Hm? Ja. Hm? Ein Blick auf die Uhr verrät es mir. Ja. Wir sollten wirklich mal die Folgenlänge einschränken. Wir haben echt ein Problem. Ja, ohne Scheiß. Das ist echt übel. Furchtbar. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir gerade haben. Es ist gerade 23.13 Uhr. Schon. Ja. Alter. Drei Stunden, drei Folgen, läuft. Es, wow, es geht gut ab. Wir sind so fucking effektiv. Ich bin echt heilfroh, dass wir die nur alle zwei Tage machen. Ja, musst du auch bei der Folgenlänge, kann man sich ja auch aufteilen. Man kann ja sagen, hey, ich gucke heute die erste Stunde und morgen die nächste Stunde. Übermorgen habe ich frei, da gucke ich mal Starbound. Ja. Scheiße. Oh Gott, ey. Ja, also ich smelte aber noch mal zu Ende, oder? Ja, smelt ruhig nochmal und dann. Wir müssen so bemerken, dass wir da unten diese Kanalisation hatten. Ja, stimmt. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, da werde ich auch lebendig ankommen. Das wäre zumindest von Vorteil. Wir können auch dann eigentlich langsam mal, also wir können den Bogen aufrüsten und dann können wir mal das scheiß UFO beschwören, damit wir in der Tech-Stufe aufsteigen. Ja. Ne, war doch so. Können wir machen. Ich glaube, das war so. Ich glaube, so war das. Und wie ist das in die NPCs? NPCs sterben ja nicht, wenn die in Fallen laufen, also in so ein Kreissägeblatt. Das ist ja nur für uns gefährlich, ne? Nee, die sterben nicht. Nee, ich hatte ja vorhin so einen Typen in so ein Ding reingeschmissen, also in so ein Loch reingeschmissen. Ja, der ist nicht gestorben. Scheiße. Ich frage mich, für was die dann überhaupt gut sind. Dann macht man sich ja nur selbst damit Schaden. Hä? Ja, irgendwie schon. Blöd. Weil ich habe nämlich gedacht, dass man vielleicht, wenn dann die UFOs kommen, dass man dann vielleicht sagen kann, okay, UFOs kommen, alles klar, dann würde ich sagen, wir machen für die Pinguine unten mal ein paar Kreissägen hin. Das wäre geil gewesen. Wir hatten aber was gehabt, was... Selbstschussanlagen, die 50 ja, Milliarden. Genau. Boah, die waren geil. Die waren richtig geil. Der Drache greift an, brrrr, tot. Und die Kommentare so, boah, ihr müsst mal den und den Endboss machen, voll hart. Brrrr, tot. Oh Mann, Alter, da weil wir da auch so ein halbes Militär dahingestellt haben, einfach. Das war schon geil. Ja, doch. Ehrlich gesagt, ich würde es in dieser Staffel wieder tun. Das war so dieses Command & Conquer-Prinzip. Das habe ich bei Command & Conquer auch immer gemacht. Ja, natürlich. Das funktioniert einfach auch am besten. 50 Tesla-Spulen vors Lager und fertig war es. Haben die keine Chance gehabt. Ja, schick ruhig rein. Ohne Scheiße. Aber es funktioniert immer am besten. Ja. Oder aber auch bei Age of Empires. Das war immer. Age of Empires habe ich immer eine Fake-Stadt gebaut. Zum Anlocken. Ja, genau. Ja. Eine Fake-Stadt. Genau, eine Fake-Stadt und dann. Oder eine Armee gemacht. So eine kleinere und dann die vorne in die Gegnerstadt rein. Und wenn er seine Gegner da hingezogen hat, von hinten mit der großen Armee angreifen. Ja, das sind. Ach, herrlich. Ja, das war schön. Mega. Aber gibt's auch diese HD-Version jetzt auf Steam, ne? Das ist auch geil. Ja, das stimmt. Aber die ist, irgendwas war damit. Ich glaube, die war furchtbar inperformant oder irgendwas war damit. Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund habe ich die nicht weiter aufgenommen, weil, weiß ich nicht mehr. Ach stimmt, du hattest die ja sogar aufgenommen. Genau, erinnere ich mich sogar noch dran. Naja. Dann ab die Zeit, wo ich deine Videos noch gut fand. Ja, das war damals, als ich noch nicht so LW war. Ich habe mich ja voll verändert. So. Steaks kann ich nicht smelten. Dafür brauche ich ein Kitchen Table, ne? Ein Kitchen Table, ja. Kitchen Table. Wollen wir das eben nochmal schnell machen? Ja, können wir mal machen. Ich habe auch noch so viel Kram hier. So, craften. Wooden Crafting Table. Dafür brauche ich Wood Planks. Aber die Wood Planks kann ich ja craften. Ich meine, wir sind ja erst bei 45 Minuten. Schmeißt ihr mit Fischen? Das sieht aus wie Fische einfach. Mach mal eine OBs. Ah, okay, das ist gut. Tampons. Von vor 4 Monaten. Der Tampon. Sieht so fischig aus. Der Tampon, nimmt die Regel dort auf, wo sie geschieht. Im Innern des Körpers. Jetzt stehe ich hier wieder weg, ne? So.
Okay, Crystal Block. Das ist natürlich ganz hervorragend. Interessiert mich aber ein Scheiß. Yarnspinner. Damit können wir uns Klamotten machen, wenn du möchtest, aber... Yarnspinner? Ja, interessiert uns aber ein Scheiß. Jo, ist auch ein Spinner, nicht? Oh Gott. Ja. Rn. Reden die denn nicht so, wo du herkommst ursprünglich? Russland, ja. Ach nee, ja, nee, ich meine jetzt nicht Russland, sondern Braunschweig. Doch, ja, ja, in Braunschweig redet man nur so, das weiß man ja. Braunschweig ist ja sehr hoch im Norden. Das ist ja an der Waderkant. Ja, ja gut, nicht direkt im Norden, aber ist doch auch leicht norddeutsch, oder nicht? Braunschweig ist ziemlich mittig, das ist ja bei Hannover. Boah, bei Hannover, ne? Kann das gar nicht so. So, kann ich das vielleicht doch smelten? Nee, doch. Nee. Hä? Ich kann das... Hier ist doch Wooden Cooking Table, den brauchen wir. Ja, aber da kann ich das Fleisch nicht braten. Ich bin immer noch irritiert, das ist alles so lange her. Ach nee, 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 warte, da brauchen wir, haben wir was anderes gebraucht. Und zwar, lass mich kurz überlegen. Iron Anvil. Ein Feuer. Ein Iron Anvil. Einfach ein Feuer. Ach, ein Feuer, warte. Stimmt, ja, ja, ja. Warte, ich hab hier eins. Hardforge gibt's übrigens immer noch. Hier. Warte, ich mach zwei, das ist effektiver. So. Was? Warum ist das effektiver? Ja, damit du deins braten kannst und ich meins braten kann. Mann, ey, denk doch mal nach, ey. Okay, ich brate. Brate, 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 brate. Willst du doch, oder nicht? Jetzt ja, ja, ne, ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Mach? Ja, ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Alter, boah, willst du. Boah. Boah, so, jetzt. Ach. Machen wir gleich zum Folgenende. Hm, was denn? Boah, richtig geil, warte. Hier. Boah, guckt Pultri. Oh, geil. Das habe ich immer so gewünscht. So ein schönes Hähnchen vom Türken oder so, weißt du? So, boah, so, geil. Gibt's auch beim Dönermann und die, so. Die haben da auch immer so Hähnchen. Diese richtig geilen Gewürzdinger. Ja. Feier ich extrem ab. Mm. Boah, oh Mann, warum. Oh, jetzt erzähl doch nicht sowas, Alter. Ich hab Hunger. Ich habe mir heute. Richtig schönen Hamburger. Ich habe mir heute aus Faulheit etwas bestellt. Und ich habe mir, weil es so verlockend aussah, habe ich mir einfach Spare Ribs bestellt. Boah. Und weil ich Spare Ribs ja extrem geil finde und feiere. Und die waren so scheiße einfach. Die waren echt scheiße. Ja, das ist, wenn die so speckig dann sind, ist es kacke dann. Ja, und vor allem voll durchsetzt, einfach voll fettig und mit Sehnen. Weißt du, nicht zart und gar nichts, sondern ja, einfach nur so. Ja, das ist extrem dann, scheiße dann. Ja, ja, ja. Also da werde ich echt, da werde ich zum Veganer, wenn ich sowas esse. Am besten jetzt so den Namen hinterher. Nee, Namen? Wieso Namen? Ja, weiß ich, ich dachte jetzt, da werde ich ja zum Veganer, wenn ich sowas esse, liebe bla 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 Firma. Ach so, also nee, jetzt war ja einfach von diesem Bringdienst oder keine Ahnung, was das gebracht haben soll, weiß ich auch nicht. Ich mache mal das Bett kurz weg. Ich werde später anderweitig hinbauen, aber ich dachte mir, vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir jetzt hier mal so... Der würde sich da drauf ganz gut machen, ne? Oh ja. Nicht meine Handschellen. Nein, 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 ich mach die wieder hin. Ich mach die wieder hin. Meine Handschellen. Deine Handschellen kriegst du wieder. So, ich mach das hier oben hin. Da oben zum Runterhängen über die Anvil. Und Anvil. Hörst dich an wie Mord, Alter. So, da war ich zwei. Family Guy. Dann kriegst du mal hier. Mord von 5. Oh, ich hab Waffen, sehe ich gerade. Brauchst du eine Waffe? Viele Waffen. Im Moment eigentlich nicht so. Also wenn du was hast, was mehr als 11 Schaden macht, dann gerne, aber... Nö, ich hab nur 10 und 7. Das, aber du hast ja auch schon 11. Hast du sogar mehr wie ich? Ich hab auch 11. Plant ver... Nö, ist nicht wahr. Wollen wir das jetzt... Wir machen in der nächsten Folge holen wir uns mal neue Bögen. Würde ich sagen. Weil ja, dann kommen wir das finde ich gut. Ungelügen, auch mal das UFO besiegen, haben wir das auch schon mal hinter uns, ne, würde ich sagen. So. Hier, unser Schiff sieht aber echt kurios aus, ne? Sieht voll scheiße aus. Wir sind wie so diese Pflanzen und wir sind so die wir sind übrigens erst bei. Was sind das? Das ist ein Öko-SM-Club. Ja, so eine Scheiße, ist echt so. Das finde ich voll gut. Reiß mir mal den Bio-Joghurt und die Peitsche. Ist geil. Ich möchte gerne. Ich hätte gern glühende Brustwarzen-Piercings. Mmh, das macht mich. Gott. Das macht mich rattenscharf. Ja. Was hältst du, Tobi? Jetzt guck dir mal diesen Endscreen an. Boah.
Ja, Hammer, oder? Das ging ja so flott auch so. Bam, das war einfach zack, so zack, war er da. Zack. Das geht einfach so zack, ganz spontan ist er einfach da. Und ja, zack, das kam auch auf Sat.1 früher. Kennst du den Kleinen? Nee, zack, nee. Ach, um Gottes Willen, zack, diese Comedy, ne? Ja, genau. Obwohl, der war echt, eigentlich war der lustig. Ich fand den auch lustig, weil er so klein war und wie sah aus wie so ein kleiner Zwerg mit Glatze so. So. Ja, ja, stimmt. Der war immer witzig. Witzig. Das war so süß. Warum wurde der abgesetzt? Was? Haben sie ihn verloren am Set, oder? Ja, das war ja genau wie die ganzen anderen Dinger hier, 13.3 und 6er-Pack und sowas. Das war ja diese Sat.1-Produktion, weiß nicht, keine Ahnung warum. Ich fand das immer ganz cool. Die 13.3 waren in der Originalbesetzung cool, das war echt witzig. Ich weiß nicht, ob der Redakteur, ob die Redakteur oder Gagschreiber dann gewechselt haben. Dann ist der Ralf Schmitz ja solo gegangen, hat damit voll abgekackt. Der hat ja diesen Hype mit den 13.3 und ist dann voll abgekackt, als er solo gegangen ist. Und die Maya, hieß die Maya, ich weiß es gar nicht mehr. Die Frau, weiß ich gar nicht, was sie heute macht. Und den anderen, den Dicken, sehe ich eigentlich nur noch in der Umzugswerbung. Hat er nicht früher auch für eine Brutzler-Werbung gemacht? Ja, ich glaube ja. Und jetzt eigentlich nur noch der für... Brutzler. Und jetzt eigentlich nur noch für diese Mietkaution.de. Also, ja. Oh Gott. Ja, nein, das bleibt stehen. Ja, ja, und das ist alles, was von den 13.3 noch übrig ist. Das ist eigentlich, war das nicht was irgendwas mit Money Mix? Money Meat Kaution? Ja, irgendwie so, sowas. Würde ich auch machen, wenn ich nicht mehr mit Let's Plays vorankomme. Ja, ich glaube auch. Also wenn, ja. Aber das ist, ach komm, da reden wir später drüber. Wir sind bei 51 Minuten. Jetzt labern wir noch den Endscreen jetzt, zu. Jetzt ist aber mal Schluss. Was hältst jetzt du eigentlich von Hashtag Freiheit? Hier im Endscreen, die Diskussion. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und das bleibt stehen. Ja, tschüss. Tschüss.